ist vor allen Dingen sehr, sehr stark. Das ist Mulles Chance, hier heute Europameisterin zu werden. Kommt gut weg. Interessant wird, was kann Hrašimenja unter Wasser, aber Mulle taucht sehr gut und führt. Klar, ganz klar, die Beste kommt als Erste auf dem Wasser. Mulle. Hoffentlich kann sie die Geschwindigkeit hochhalten, aber jetzt kommt schon Hrašimenja, die daneben ihr schwimmt. Mulle kann die weiß, kontern. Hin. Sie muss jetzt kontern. Hrašimenja liegt vorn. Samulski momentan vielleicht auf dem Silberkurs, vielleicht Bronze. Hrašimenja wird das hier gewinnen, relativ deutlich. Samulski Zweite. Deutlich, aber nochmal gesteigert Samulski, 27,99, aber die Weißrussin war heute doch zu stark für Mulle. Und auch die Gegenattacke, als die Weißrussin vorbeizog, die hat sie ganz klar abgeschüttelt wieder. Ne? Ja, und um 200stel hat Mulle dann auch geschafft, Silber sich zu erschwimmen. Sie soll zufrieden sein, sie hat eine Medaille geschafft. Auch für sie war es ein großer Druck. Und vor allen Dingen, erinnere dich, 4 Monate zurück. Wer hätte da gedacht, dass sie überhaupt hier mitschwimmt? Genau, also es ist keine Goldmedaille wie bei Kubi nicht verloren worden, eine silberne gewonnen. Und heute schon 2 Medaillen, das ist schon ein sehr, sehr guter Tag. Es konnten noch 2 dazukommen heute. Ja, also nach dem Mittelfußbruch zurückgekommen. Und wir kommen jetzt mit dem Interview.